unterwegs. Diesmal aber in den Urlaub, ja. Für mich hat die Urlaubssaison gestartet. Ich bin unterwegs, jetzt in die Schweiz. Und ja, kommt einfach mit. Seid dabei. Bis dann. Hallo und guten Morgen zurück bei nico.outdoor.adventure. Ja, wie ihr es mitbekommen habt oder wie ihr seht, ich bin ja wieder unterwegs auf Vanlife Tour. Diesmal sind mehrere Etappen und ja auch ein paar Länder geplant. Mal schauen, was ich dort alles schaffe. Ja, und wie gesagt, ich war ja gestern dann auf dem Weg zur Schweiz, bin dort auch gestern Abend gut angekommen und habe meinen besten Freund dort besucht und seine Familie. Die wohnen genau gesagt in Ustad. Dort bin ich jetzt auch gerade noch. Ja, habe jetzt in meinem Campervan übernachtet, direkt neben Haus und auf der Hofeinfahrt. Dort hat es prima Platz für meinen Campervan. Ja, die Sachen sind gepackt und gerichtet. Das heißt, ich kann jetzt heute Morgen wieder weiter starten. Es bleibt in der Schweiz zunächst und die Weiterfahrt geht nach Arosa zum Campingplatz. Dort war ich vor, ja, circa 3,5 Jahren, 4 Jahren. Allerdings damals noch mit einem Zelt, ja, und dort soll es jetzt, wie gesagt, heute hingehen und ja, bleibt einfach dabei und kommt mit. Höhenmeter hochgeschraubt. Mittlerweile befinde ich mich schon auf 1709 Höhenmeter. Ja, und ihr seht gerade das Schild Arosa. Ja, ich befinde mich kurz vor Arosa, vor dem nächsten Zwischenhalt, Zwischenstopp, nämlich auf dem Campingplatz in Arosa. Und wie immer gilt in der Schweiz dann generell 50 km/h. Ja, weit ist es nicht mehr bis zum Campingplatz, noch 2-3 Kilometer. Und die Fahrt hier oben, ich habe die jetzt so genossen. Man hat eine richtig schöne Aussicht auf den Berggipfeln, hat sogar noch Schnee. Ach, ich liebe das richtig. So, dann melde ich mich gleich wieder zurück.
denn jetzt muss ich mal hier kurz aufpassen. Also, bis gleich. Das muss ich alles wieder hoch mit dem Fahrrad, wenn ich mal Lust habe auf Arosa. Ich glaube, da muss ich schieben, denn ich habe ja kein E-Bike. Oder ich fahre doch mit dem Campervan nach oben wieder. Ja, überlege ich mir mal noch, wie ich es mache. So, ich bin gleich da. Die letzten paar Kilometer sind jetzt übertrieben, Freund. Also die letzten paar Meter und dann bin ich da. Nicht vor 13 Uhr. Ich würde sagen Punktlandung, denn wir haben jetzt mittlerweile 13 Uhr und 17 Minuten. Und dann wird eingecheckt. So, ja, wie gesagt, vor Jahren war ich hier schon mal mit dem Zelt und meinem Ford Fiesta. Jetzt habe ich einen Ford Transit Custom und umgebaut zum Nugget, zum Campervan. Ja, endlich geschafft. Juhu! Ich habe mich jetzt eingerichtet und ja, jetzt bin ich bereit, diesen Campingplatz für euch und für mich zu erkunden. Ich war ja, wie gesagt, schon mal dort, allerdings noch mit dem Zelt. Ja, viel verändert hat sich eigentlich nichts, aber trotzdem ist es mal für mich auch noch mal interessant, alles abzulaufen, damit ich hier Bescheid weiß. Ich meine, der Campingplatz ist klein und überschaubar, aber ja, dann nehme ich euch jetzt mit. Also kommt mit, auf geht's! Schön eingebettet zwischen den Bergen. So, das ist der Weg, den man mit dem Auto dann runterfährt. Habt ihr ja gesehen, ein Stückchen habe ich ja schon gefilmt, wo ich runtergefahren bin. Jetzt laufe ich es kurz für euch ab. Nochmal, dann ist es genauer zu sehen. Hier oben gleich Hotelanlagen. Das gehört jetzt alles schon zum Campingplatz hier. Ja, da unten habe ich mich platziert. Und das Tolle daran, hinter mir direkt der Fluss oder ein Gebirgsbach vielmehr. Ja, herzlich willkommen im Camping Arosa. Ja, und hier ist selbst Check-in in so einem Hütchen. Dort drüben sieht man es, aber wir kommen gleich dran vorbei nochmal. Hier ist schon die erste Zeltwiese. Hier sind dann die einzelnen Parzellen für die Camper.
paar sind schon reserviert. Die kommen dann demnächst oder auch erst nächsten Monat. Bei mir ist es erst nächsten Monat soweit, deswegen kann ich mir den Platz frei aussuchen oder ich konnte mir den Platz hier frei aussuchen. Ja, das kleine Häuschen hier ist der Check-in. Gehen wir gerade mal kurz rein, zeige ich euch das. 24 Stunden geöffnet. Hier hat es dann auch sämtliche Informationen zum Campingplatz, dem Terminal, wo man sich einloggen kann. Jetzt bei mir war jetzt heute jemand da, das heißt, dann sind wir das gemeinsam durchgegangen. Ja, und viele Broschüren hat es hier auch noch. Kann man sich also richtig gut bedienen für Informationen rund um den Ort. Ja, hier oben sind dann die Dauercamper untergebracht. Baustelle ist auch gerade, ja, die machen hier ein paar Plätze hier neu, gestalten die ein bisschen um, bessern aus. Dann ist hier unten das Waschhaus und die Entsorgung vom Abfall und Glas. Ja, hier braucht man einen Code. Da muss ich aber jetzt allerdings noch mal nachschauen, wie der lautet. Aber zeige ich euch dann später noch mal. Ja, und wenn man dann hochläuft, egal ob jetzt diesen Weg oder hier die Treppe, kommt man zur Hütte. Die ist für alle Camper hier öffentlich dann. Hier hat man einen schönen Grillplatz. Ja, hier ist dann auch die Zeltwiese 1. Man kann die Sonnenterrasse hier nutzen. Ach, hier braucht man denselben Code, habe ich jetzt auch nicht dabei. Ja, dann laufe ich es nachher nochmal ab. Hier ist die Zeltwiese 2 und hier hat man, wie gesagt, auch eine tolle Aussicht dann. Ja, und ich meine, ich war auch hier unten. Ich glaube, hier da in dem Bereich auf der Zeltwiese hier. Dort war ich damals gestanden. Ja, jetzt habe ich so fast den gleichen Platz gegenüber. Richtig cool. Ja, das habe ich mir vorgenommen, dass ich hier mal noch mal hinkomme mit meinem Campervan. So, dann laufe ich jetzt das Wegchen hier hinunter. Zeige ich euch da auch noch ein bisschen was. Hier ist ein kleiner Reiterhof dabei. Wenn dann Hauptsaison ist, können hier Kinder und Familie reiten. Ja, hier wird auch gerade umgebaut. Hier ist auch noch mal ein Toilettenhäuschen, weiß ich noch vom letzten Mal. Auch noch mal Waschbecken. Ja, da ist der Fluss. Richtig schönes, klares, aber auch kaltes Wasser. So kalt. Ja, hier geht es dann schon runter in den Wald.
Ja, und da habe ich mich eingerichtet. So schaut es bei mir heute aus. So, ich habe mir jetzt den Türcode nochmal geholt. Dann gehen wir mal ins Bad rein. So, Waschmaschine und Trockner. Damentoilette. Okay, hier ist zu. Herrentoilette. Ja, Toiletten, zwei Stück, Duschen auch zwei Stück, ja, vollkommen ausreichend und auch gut gepflegt. So, dann geht es diesmal die Treppe hoch, dann gucken wir nach oben jetzt rein. Denn dort befindet sich eine Küche drin, Spülgelegenheit, also zum Abspülen vom Geschirr, ein Aufenthaltsraum, Fernseher kann man hier auch gucken. Ja, wie gesagt, hier der Aufenthaltsraum mit Fernseher. Oh, hier gibt es sogar einen Kühlschrank, dort kann man sich bedienen, muss es dann halt zahlen. Erste Hilfe, Defibrillator, naja, Löschdecke, die Küchenzeile. Ja, also hier kann man auch dann kochen, dann braucht man gar nicht mal sein eigenes schmutzig machen. Muss es dann halt anschließend wieder spülen. Aber sein eigenes Sach kann man hier eben auch spülen. Also ich finde es richtig cool, dass man hier so die Möglichkeit hat. So, dann geht's wieder raus. Nochmal einen schönen Blick von der Terrasse oben einfangen. Ja, hat sogar noch Schnee auf den Berghängen. Ja, dann soll es das mal für heute gewesen sein. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert, falls noch nicht getan, meinen Kanal nico.auto.adventure, ja, auf YouTube. Bin aber auch zu finden auf Instagram, dort ebenfalls unter nico.auto.adventure. Ja, also dann bis demnächst wieder. Macht's gut. Ciao.